Was geht, Leute? Tag 3. Heute kommt Travis, das wird geisteskrank. Gestern gab es ja schon Probleme da mit den ganzen Menschenmassen, weil da zu viele Leute über die Zäune gesprungen sind. Mal gucken, wie es heute wird. Ich meine, es war gestern bei Glorilla. Ich denke mal, die Leute sind für Metro drüber gejumpt, aber trotzdem. Ich will mir nicht vorstellen, wie das bei Travis sein wird. Ihr hört, meine Stimme ist weg. Ich habe gestern so krass rumgeschrien. Ja, mein Zeh ist auch kaputt, aber ich probiere es heute noch zu überlegen. Wir sehen uns auf dem Festival. Hold on, I see you watching. Yeah, I'll check it out. Also wir haben jetzt gefühlt eine Stunde nach Wasser gesucht für die Katastrophe. Jetzt wird Mix so aufgeregt. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht so das, was mich so juckt. Also Lado, ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube hochladen kann. Aber jetzt kommt Gucci Mane und Gucci wird safe krass. Where my Gucci fans at in this motherfucker? Hands up! Hands up! Hands up! The school up! Guck mal, es ist so heavy voll hier. Ich konnte kein Video machen während der ganzen Moshpits. Es geht nicht, es ist zu voll. Die drücken geisteskrank. Sing it! Ja, hier geht nichts mehr. Ja, jetzt geht es aber so. Ich will so gerne filmen, aber ich will das Handy danach. Bro, ich muss einen Block machen, ich muss. Ja.
Dann hört zu und geht in die Mitte. Und auch hier bitte immer eins, zwei Schritte vorne. Es gibt kein Wasser, es gibt gar nichts. Das ist eine Katastrophe. Was geht, Leute? Ich bin hier gerade eben am Videoschneiden und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt in der Zwischenzeit, von der ich euch jetzt erzähle, nichts aufgenommen habe. Ich Idiot, und ich will euch nur aufklären. Rashimert wurde abgebrochen, weil zu viele Leute die ganze Zeit umgekippt sind, weil es einfach 35 Grad hatte. Es gab nicht viel Wasser, zumindest für die Leute, die gute Plätze hatten. Die wollten die Plätze halt nicht verlassen und dementsprechend konnten sie kein Wasser holen. Wurde abgebrochen, dann gab es wieder Probleme mit dem Veranstalter, der halt gemeint hat, hey, bla bla bla, entspannt euch und so weiter. Und im Endeffekt wurde uns dann bekannt gegeben, dass Travis sich verspätet und das sehr deutlich. Es wurde uns gesagt, dass Travis noch in der Luft ist. Seine Maschine aus London hatte Verspätung, weil Joe Biden irgendwie in England gelandet ist und der ganze Luftraum gesperrt war. Ja, keine Ahnung, ob es stimmt. Wurde uns so verkauft. Am Anfang hieß es, dass sie nach hinten gegangen sind, um nach Travis im Backstage zu schauen. Jedenfalls, in dieser ganzen Zeit, in der wir gewartet haben, was 1,5 Stunden waren, haben wir kein Wasser bekommen. Ja, war schon hart. Wir haben uns irgendwie zu 8 eine Wasserflasche geteilt. Schöne Grüße an die ganzen Jungs, mit denen ich da gechillt habe. Wirklich sehr, sehr korrekte Jungs, wenn ihr das seht. Travis war dann aber crazy. Ich melde mich gleich nochmal. Travis ging nur 1,5 Stunden. Die Behörden haben nicht länger erlaubt. Ja, was soll ich dazu sagen, aber trotzdem, wir haben die Show genossen. Einfach Travis, Mann! Travis vorbei. Wurde verschoben, weil Travis seinen Flug Verspätung hat um 3 Stunden, weil der Präsident von Amerika in England gelandet ist und der ganze Flughafen gesperrt wurde. Show ging nur 1,5 Stunde. Wir mussten die ganze Zeit warten. Katastrophe, ich schwöre bei Gott. Was geht, Leute? Wir sind jetzt am Ende vom Video. Das ist mein Fazit zum Rolling Loud. Ich denke mal, ihr habt alle in den Medien gelesen, wie viel negative Sachen da passiert sind, wie unorganisiert das Ganze war, wie die Leute unnötig ausgerastet sind mit Steine werfen und Gitter einrennen, bla bla bla. Ich habe aber im Großen und Ganzen nur positive Erfahrungen im Rolling Loud, weil ich eigentlich die ganze Zeit gute Plätze hatte, weil ich immer sehr früh gekommen bin und dementsprechend immer im ersten oder zweiten Bereich gelandet bin. Ich hatte halt Probleme, Wasser zu bekommen, gerade jetzt an dem Tag, den ihr heute seht, am 3. Tag. Trotzdem war es mit eins der krassesten Wochenenden meines ganzen Lebens. Das war unglaublich, diese ganzen Rapper einfach hautnah mitzuerleben.
Es hat mich unglaublich gefreut, auch mal euch zu treffen. Mich haben einige Zuschauer angesprochen. Das war echt mal cool, die Leute zu treffen, die mich supporten. Ja, Mann. Ich hoffe, die Vlogs haben euch gefallen. Die laufen jetzt klicktechnisch nicht so nice, aber es ist für mich persönlich einfach cool, sowas hochzuladen, auch für die Erinnerung. Und ich denke mal auch für die paar Leute, die sich dafür interessieren, ist es auch ganz cool. Demnächst droppen wieder normale Dokus. Bei mir ging gerade relativ viel ab. Jetzt kommt aber wieder Content. Ja, Mann, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal und eventuell auch bis zum nächsten Rolling Loud.